Lass mich mal kurz gucken. Wo ist denn der Link? Ich sehe keinen Link. Da. Da unten vielleicht? Nee. Ach so, ja, dann musst du mal umloggen dann halt, weil ich sehe gerade den Link nicht. Ich sehe ihn nicht. So, wir müssen erstmal weitermachen. Also, die Sache ist die. Ja, ja, ich weiß wieder, hier Luft. Da fehlt die Luft wieder. Ja, wir arbeiten hier mit Sauerstoff, ne? Alles klar, alles gut, ja. Alles klar, Profiler, schön. Warte mal, gut, also M sagt, oder du baust den Hangar neben der Basis und so, dass er nur vom Wasser aus zu erreichen ist. Das wäre, ja, das wäre auch möglich. Also quasi so eine Plattform drauf halt, ne? Auf dem Wasser, oder wie meinst du das? Max, das Max Bergbau und Nüsschenunternehmen ist das, genau. Kern der Basis, genau. Das ist eigentlich das, was ich nie wollte, ne? Genau, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, das könnten wir auch machen. Dann bräuchte ich ja hier, kann ich, gut, wenn wir das jetzt hier aushöhlen, dann brauche ich ja hier den Hangar nicht weiterbauen, aber ich muss ja eh die Basis noch erweitern. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu weit schon gebohrt. Nicht, dass sie sich dann hier durchschießen. Dann lassen wir das erstmal hier. Das ist dann halt ein Raum, den können wir dann immer noch benutzen für irgendwas. So, jetzt muss ich nur noch wissen, was der M meinte mit einfach nur die Verlängerung sozusagen. Die Schwachstellen sind übrigens die Türen hier, ne? Hier müssen dann noch Geschütze hin irgendwie. Gucken wir mal, wir müssen armierten Beton noch setzen, bauen. Armierter Beton, da produzieren wir erstmal hier ordentlich Beton. Also die ganzen anderen Betonquark braucht ja keiner. So, lassen wir mal produzieren. Seht ihr? Eine Achse. Und rechte, genau so. Haben sie schon seit 9.0 durch den Berg geschossen. Ah, okay, die haben sie schon da mal durch den Berg geschossen. Na, das ist da ein Problem. Deswegen, da müsste ich halt eben gucken, dass ich diese Aushöhlung hier... Also da oben kommen ja auf jeden Fall noch die Türme hin, dass man die Türme vorlagert. Das machen wir dann gleich. Setzen wir mal da drauf. Dann nehme ich mal auf, wenn der armierte Beton ein bisschen produziert hat. So, zwei Geschütztürme haben wir hier schon, ne? So, mal hier rüber gehen. Geschütztürme haben wir hier oben. Die nehmen wir mal auch gleich mit. Erstmal so. Und dann haben wir hier Solarpanel nehmen wir auch mal mit. Die brauchen wir dann auch noch. Das produziere ich. Na gut, ich lasse erstmal hier produzieren, damit wir ein bisschen armierten Beton haben. Stahlplatten brauchen wir auch noch. Ich denke mal, er wird sich da am Eisen bedienen. Oder unterirdisch, aber nicht direkt mit Durchgang zur Base. Nee, also ich würde es dann eher so auf dem Wasser bauen, ne? So. Tolle Treppe hier, ne? Warte mal, Holz brauchen wir auch noch. Und wir wollten den Hoover noch machen. Genau, das wollen wir nochmal machen. So, wir bauen mal kurz hier den Easy Hoover. Für den Easy Hoover, was brauchen wir denn da? Nehmen wir das gleich mit, wenn wir nach oben gehen. Dann würde ich quasi... Also so wie Corebreaker sagte, könnte man ja dann irgendwo... Oben dann mit über N dann die verbinden halt. Aber man muss ja irgendwie eine Verbindung, einen Block haben, oder? Man kann ja, kann man dann irgendwie einen Block stellen? Oder wie ist das? Keine tiefe Base oder dick gepanzerte Base schützt wirklich am besten. Sind sehr viele gute Geschütze. So kannst du auch bauen, wie du willst, mit Glas oder Holz. Okay, okay, okay. So, wartet mal. Jetzt muss ich mal gucken. Armierter Beton. Da haben wir noch 38. Was ist das? Betonblöcke. Den stellen wir mal hier rein. Den müssen wir hier noch reinpacken. Den brauchen wir gleich. Wir müssen mal gleich gucken. Ich muss mal den armierten Beton abbrechen. Ich muss erstmal kurz hier... Ich muss mal gucken, ob wir genug Kupferbahn haben. Für den Hoover. Für den Hoover hier, den... Hoover Easy. Easy Hoover. Da brauchen wir Kupferbahn 110, Kohlenstoffsubstrat. Okay.
Drücke N und dann Basis verbinden. So. Genau. Nee, das mache ich später. Das mache ich später. Gut, also wir brauchen erstmal jetzt Kohlenstoffsubstrat. Wartet. Kohlenstoffsubstrat hier. Wo haben wir es denn da? So, davon brauchen wir, wie viel haben wir denn da? 913. Gut, davon brauchen wir nicht so viel. Kupfer brauchen wir. Kupferbarren. Hier, da stellen wir mal 200 her. Was brauchen wir denn noch? Kohlenstoffsubstrat haben wir. Siliziumbarren 84. Siliziumbarren 84. Okay, Silizium. Da haben wir schon Siliziumbarren 84. Da stellen wir mal 100 her. Und Eisenbarren 58. Eisenbarren müssten wir aber genug haben, ne? Ja, Eisenbahn haben wir 228. Das sollte also gehen. Man braucht nur Feuerkraft. Wenn über Wasser, dann einfach Treppe verlängern. Gut. Würde ich auch sagen, ne? Treppe noch. Sieht ja auch gut aus, ne? Die Treppe einfach verlängern nach oben. Das können wir auch noch machen. Jetzt hat er hier. Er produziert ja gerade noch. Bevor wir, machen wir mal hier kurz die Treppe hoch. Also. Meine Frage war ja nochmal an Corebreaker. Rein theoretisch. Ich möchte jetzt hier, sagen wir mal, ich setze jetzt hier irgendwie. Also ihr seht, man kann hier langlaufen, ne? So, hier schwimmt man jetzt. So, und ich möchte jetzt, sagen wir mal, hier die Base hinbauen. Also hier nicht die Base, sondern das Hangar. So. Da muss ich jetzt N drücken. Ich habe jetzt hier sozusagen diesen Beton und dann drücke ich N oder wie? Und dann sage ich Building und dann verbinden nicht verfügbar. So, erstens Baublock und Würze auswählen, zweitens auf Basis zeigen. Drücke verbinden. Auf Basis zeigen. Am besten Atomwaffen, so zum Beispiel halt, ne, rein theoretisch, so. Aber das geht ja nicht, ne? Ja, das geht, du musst erst auf deiner Base stehen und dann N drücken. Okay, gut, dann gehen wir mal auf die Base. Schwimmen wir mal hin. Also, die Treppe. So, ich stehe jetzt auf meiner Base, so. Treppe. Oh, übrigens, Wasser kann man nicht mehr entfernen. Und zumindest klappt die alte Methode nicht mehr. Ach so, scheiße, Mann. Ja, Sandro sagt, ja, 200 mal 10. Stimmt ja. Okay, so, ja, ich hab da nicht aufgepasst. So, das reicht schon. Genau. Es sind ja immer 10 Barren, die er herstellt, ja. Da hab ich nicht aufgepasst. So, das muss reichen. Naja, Kupferbarren brauchen wir ja so oder so. So ein bisschen hier. Oh, warte mal, den will ich aber halten. Moment, den wollte ich ja. Den nehmen wir mal raus. So, wie viel brauchen wir jetzt nochmal? Kohlenstoffsubstrat 110. So. Gut, dann also. Was war das noch? Kohlenstoffsubstrat, Kupferbarren 110. Oh Gott. Falsch. Kupferbarren 110. Ich weiß nicht, kann man das hier. Achso, genau. Man kann das ja so. Ja, 133 ist okay. Nee, Quark. Und wir brauchen noch Eisenbarren, glaube ich. Das waren auch nochmal 100. So. 50 Barren. Wir müssen noch kurz warten. Dann können wir nämlich gleich den Hoover da bauen. So, nimm den Block in die Hand. So, jetzt N-Taste drücken. Den Block in die Hand nehmen.
N-Taste drücken. So, mit Basis verbinden. So, okay. Und jetzt? So, fertig. Ja, und nu? Und dann geht das, ja? Dann kann man sozusagen... Ah, okay, okay. Das bedeutet, er merkt sich die Position der Base und dann kann man das Ding überall anderswo hinstellen. Richtig? Muss man das jetzt immer machen oder hat er sich das jetzt gemerkt, wenn ich jetzt was anderes in die Hand nehme? In dem grünen Bereich platzieren. Wo du bauen möchtest. Okay, alles klar. Gott, 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 Gott. So. Da gehen wir jetzt hin. Die Treppe müssen wir ja eh noch zusammenbauen. Gut. Ja, die Treppe ist noch nicht fertig. Also, falls jemand fragt, Fragen haben sollte, ne? Treppe ist noch nicht fertig. So, jetzt. Also hier, wie man sieht, man hat immer noch das alte. Das wollte ich eigentlich übrigens nicht, ne? Also das, was jetzt hier ist, dass ich wieder unter Wasser bin, also unterm Wasser bin, das war nicht so beabsichtigt, sondern ich dachte eigentlich, dass das Wasser mitfließt, aber war dann halt nicht so. Und deswegen will ich das auch wieder zuschütten. Also ich würde es gerne doch anders haben. So, jetzt gehe ich hier hin. So, ich baue jetzt hier... Ach, guck mal, dann geht das hier und dann kann man jetzt bauen. So, bumm. Guck dir das an. Moment mal, aber wisst ihr, was das Problem ist an der ganzen Geschichte? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ich da hinten lande, also wenn ich hier das Ding baue, den Hangar baue, wo du bauen möchtest, alles klar. Also wenn ich jetzt hier den bauen möchte, das Ding, dann habe ich ein Problem, weil ich muss ja mit dem Ding landen und dann muss ich ja mal dahin laufen. Das ist ja auch nervig. Kern der Basis hat nur einen begrenzten Bauradius. Alles klar. Du kannst die Waffe nicht unter Wasser abfeuern. Ja, hochbauen, ne? Ist klar, wenn ich hochbaue. Nur ist das Problem, dass ich ja zwischen der Basis, zwischen der Basis und dem Hangar dann immer noch eine gewisse... Ja. Ich muss ja trotzdem dann hinlaufen halt, weißt du? Das ist ja das Problem, dann ist dann zu weit weg. Ich will ja nicht 3 Kilometer zur Basis laufen, wenn ich da, oder zum Hangar laufen. Ist natürlich, ist eine schöne Idee, aber man hat da einen langen Weg. Viel wohler, warum baust du denn eigentlich unterirdisch? Da fühlen sich die Xenomorphen viel wohler. Ja, so sieht's aus. Oh, das dauert hier, das dauert. Ach, bin ja auch bescheuert. Warum mache ich denn das mit dem hier? Warum mache ich denn das einfach hier demontieren? Geht doch viel schneller. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe doch T1-Tool. So. Gut, also die Idee ist ja gar nicht mal schlecht. Also Corebreaker, Sardassa ist eine gute Idee, aber zu weit weg. Vielleicht hier könnte man sie hinsetzen. Hier könnte man es hinsetzen. Ja, hier wäre schön, ne? Hier so. So, das wäre noch okay, wenn man sie hier hinsetzt. Doch, hier machen wir es. Dauert ewig abzubauen. Das ist wohl wahr, Sardassa. Das ist wohl wahr. Aber ich darf ja nicht spoilern. Ich sag mal so, ich darf ja nicht spoilern zu unserem Koop-Let's Play, was jetzt in den nächsten, was morgen wieder erscheint auf Max, also auf dem Kanal von Failjack und auf meinem Kanal. Und ich habe die Entscheidung getroffen nach der ganzen Sache des Let's Plays, dass ich mit armierten Beton weiterbaue. Das kann ich euch sagen. Ne? Ich habe keine Lust, Pappmaché zu bauen, eine Pappmaché-Festung zu bauen. Und oben Plattform. Ja, das ist eine Idee, M, ich glaube, das mache ich auch. Ich verlängere... Übermorgen, Entschuldigung, übermorgen war das. Ich wurde gerade zurechtgestuckt. Genau, ich werde die Treppe hochbauen und dann mache ich das so, genau. Also, wenn wir das schon machen, würde ich sagen, dann kann ich auch gleich draußen, ich hole mal kurz Betonblöcke, wir machen die Treppe gleich. Ah, und bevor ich das wieder vergesse, ich will die ganze Zeit schon immer hier einen weiteren bauen, nämlich einen Hoover. Ah, den muss ich erstmal produzieren, ne? Easy Hoover. Ich hoffe mal, der funktioniert noch in der 10.
Der stammt vom Mad Mickey. Dieser Hoover. Oder ich glaube jedenfalls, ne? Ich weiß es nicht genau. Ah, da schon. Kohlenstoffsubstrat habe ich schon reingeballert. Startproduktion, so. Und mal gucken. Mal sehen, ob es funktioniert. Genau. Der Kern mag begrenzten Bauradius haben, aber auch recht groß ist, aber man kann die Basen ineinander glitschen lassen. Genau. Also nur zur Information, dieser Bodengleiter oder diesen Hoover, den ich jetzt hier baue, das ist nur eine ganz stinkeinfache und langweilige Variante eines Hoovers. Also nicht langweilig ist sie nicht, aber es ist eine ganz vereinfachte Form. Also wenn man nicht viele Ressourcen hat, wenn man nur bestimmte Ressourcen hat, dann ist der Hoover dafür geeignet. Also nicht, dass ihr jetzt alle denkt, boah, was ist das denn für ein Ding und so weiter, sondern das ist ein ganz einfaches Teil, dass man irgendwas hat halt, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also das ist, ne? Nicht, dass ich dann jetzt gleich lesen muss, boah, nee, Alter. So oder sowas, ne? Oder ihr sagt halt natürlich, tolles Ding. Genau, so. Ja, genau. So, also rein. Wir machen die Treppe hoch. Das ist, glaube ich, vom M die beste Idee, die er mir gesagt hat. Dann könnt ihr nicht meckern, dass hier die Nüsschentreppe dann... Dann habe ich das nämlich jetzt produziert. Natürlich, die Treppe baue ich jetzt nicht aus armierten Beton, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich hier alles aus armierten Beton baue. Hier, da nutze ich halt mit normalen Beton. Eine Treppe können sie ja wegschießen. Ist jetzt ja nicht das Ding halt, ne? Eine Treppe ist ja nicht lebensnotwendig. Hier muss man immer so ein bisschen aufpassen. So. Ne, das war die lange Treppe, genau. Das war ja wieder die lange Treppe. Da brauche ich aber erstmal hier einen zweiten Betonklotz. Ja, seht ihr, da ist nämlich schon wieder, geht schon wieder los. Ich hoffe mal, ich komme irgendwann mal hier raus. Mad Mickey Design. Ne, also das wird auf jeden Fall, es ist ein ganz einfacher Hoover. Ne? Also nur, dass ihr wisst, das ist kein overpowerter Schnuddel-Hoover. Genauso der andere Hoover, der Worf von Deadeye. Genauso. Das ist auch ein ganz einfacher, nur wenn man wirklich nichts hat, gar nichts hat und man irgendwas schnell was braucht. Und der Wolf, der hat mir wirklich gute Dienste geleistet, der Hoover, muss man sagen. Ich habe damit fast den ganzen Planeten umrundet oder bin halb geflogen, sagen wir es mal so. Ah, Moment. Ja, so, jetzt müssen wir mal hier die Treppe bauen. Jetzt habe ich natürlich hier zu viel abgebaut, ne? Ist natürlich blöd gewesen. Aber man hängt hier immer ein bisschen fest. Ich muss ja auch schräg nach oben bauen. So. Gut, dann müssen wir mal hier kurz ein paar... Betonblöcke hier draufsetzen und hier auch nochmal draufsetzen und hier noch. Da. Kriegen wir hier noch was hin? Die wird ein bisschen schräg, ne? Guck mal, was das für eine lange Treppe ist. Seht ihr, Holz haben wir auch nicht mehr. Wir müssen ja Benzin noch produzieren. Also ich muss... In der Basis kommen keine Zyrax. Ich sehe da nur Türen, bestimmte Zeug. Da hauen die bestimmt wieder ab. Also wäre natürlich sehr schade, wenn hier keiner kommt. So. Ja, dann setzen wir das hier so rein und bauen hier einfach weiter. Sozusagen eine Hohlbauweise nennt man das. Nicht immer alles unterfüttern hier, ne?
Weiß zwar nicht, wo ich rauskomme, wahrscheinlich irgendwo in Timbuktu. So. Hier, Moment. Können wir gleich wieder ansetzen, ne? Ich weiß gar nicht, kann man die so gleich hinter... Ne, da seht ihr, das geht nicht. Also ich dachte eigentlich, dass es funktioniert. Ich habe das schon mal, ne, schon mal probiert und da war es genauso. Also das funktioniert leider nicht. Gut, dann müssen wir das zerlegen. Okay, habt ihr gesehen, ne? Hohles Nüsschen-Bauweise. So sieht's aus, Corebreaker. Hohles Nüsschen. Die Bauweise Hohles Nüsschen. Also man muss da wirklich was hinstellen. Sonst geht das irgendwie nicht. Oder er hatte keinen Platz. Das kann auch sein. Habt ihr gesehen, ne? Ja, genau. So, mal gucken, wo ich hier rauskomme. Irgendwo kommen wir schon raus. Schwöre ich euch. Irgendwo kommen wir schon raus. Denke mal, kann auch sein, dass es letztes Mal auch... oh, guck mal, sind wir gleich da. Herrlich. Einmal hier. Guck mal, da haben wir gleich die Treppe. Aber vorhin, ne? Wer sagte vorhin, die Treppe ist gekauft? Das war doch Corebreaker, ne? Der wollte doch unbedingt mein Patent für die Treppe haben, oder? So, guck mal an. Das ist mal eine lange Treppe, du. Setzen. Okay. Ein Dreieckblock und draufsetzen. Gut, ich hab das jetzt... Ich hab das jetzt so gemacht. Hier bricht man sich übrigens auch das Bein, ne? Wenn man nicht aufpasst. So. Hier, das geht auch noch. Das lassen wir mal stehen. Das soll ja auch ein bisschen nach Natur aussehen. So, warte. So. Das müsste ja fast reichen, ne? Für die Base. Oder für das Hangar. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir jetzt hier angekommen sind. Da können die doch reinlaufen. Die laufen da glatt rein. Dann müssen wir unterirdisch weiterbauen erstmal. Wie weit muss man denn eigentlich... Normal musst du die Treppe noch unten herum einmauern. Aber gucken wir mal, Stardust, dass wir das vielleicht noch machen dann, ne? Setz doch Rampenblöcke links und rechts. So. Da, warte, Moment. Rampenblöcke. So. Hier, Moment. Guckt euch das mal an. Das ist doch mal die lange chinesische Treppe. So, okay, Rampenblöcke. Welche Rampenblöcke sind denn das? Also die normalen 45 Grad, also diese hier. Meint ihr die? Oder umgekehrt war das ja, ne? So. So, ne? Meint ihr die, oder was? Meint ihr das so? So? Breite Kante nach oben? Denke mal, so ist es gemeint, ne? Denke mal, ja. Also... Zweigeteilte Rampenblöcke. Nimm die anderen zweigeteilten Rampenblöcke. Ja, es geht doch auch so, Leute. Es geht auch so. Man kann es ja bauen, wie man möchte. Man kann ja so machen. Also das funktioniert ja auch hier, ne? Also wir haben ja da reingebohrt. Wir sind ja jetzt oben angekommen, ne? Also wir wollen uns ja jetzt dann nicht hier über Dreiecksblöcke dann noch weiter unterhalten, weil ich denke mal, das ist so okay. Die Sache ist die halt, ne? Man muss ja irgendwann ja doch mal gerade bauen, ne? Falsche Helmfarbe. Wieso? Wir sind auf einer Baustelle. Da gibt es gelb, also leuchtende Farben. Hallo Anna. Die chinesische Treppe. Genau, eine chinesische Treppe. Klar, kann man so bauen, ne? Also jeder baut ja halt anders. Kann man machen. Ich denke mal, das ist auch so okay. Oder? Was sagt ihr? Was ist der Vorteil von einem Dreiecksblock? Also vom Rampenblock? Also würde mich mal interessieren. Wegen der Unfall...
Spaß. Nee, ich frage nur halt, was da so der Vorteil, vielleicht ist es ja von Vorteil, wenn man einen Rampenblock baut, halt eben, dass man, ich vermute mal, dass man dann einfach nur schräg hochbohrt oder so, ne? Ich vermute mal, dass das dann so gemeint ist, dass man eben halt nicht alles so nach vorne bohren muss, sondern dass man einfach nur schräg nach oben bohrt und dann einfach einen Dreiecksblock setzt, ne? Ist, denke ich mal, vermute ich mal, dass das der Vorteil sein soll. Die Max'sche Treppe, genau, die Nüsschentreppe ist das, ne? Die Nüsschentreppe, ne? Ist es egal, wenn ich die Unterseite sehe, nehme ich die lange Seite. Ach so, okay, ja, genau, okay. Ja gut, da hat er recht. Ja, kann man so sagen, Star, dass da, ja, ist okay. Also wenn man die Unterseite sieht, dann sieht das echt unschön aus, wenn man dann so eine Kanten drinne hat, ne? Ja, gut, ist ein Vorteil, ja. Auch links und rechts von der Treppe. Ach, links und rechts von der Treppe. So eine Dreiecksblöcke, okay. Warte mal gucken, dann müssen wir mal testen. 45 Grad. So. Okay, finished. The Blueprint Test finished. Gucken wir uns mal gleich die Blueprint an. Damit du nicht runterfällst, sagt er. Alles klar. Das schafft er trotzdem. Gut, Dreiecksblock. Okay, Corebreaker sagt, links und rechts setzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie er das meint. Dass man das wahrscheinlich, er meint das wahrscheinlich, ich muss mal einmal drehen, den Block. Ich bin natürlich immer offen für alles, ne? Also wenn ihr mir da immer Tipps gebt, ich bin dann immer froh drauf, ne? Also immer her damit, ihr könnt dann weiter sagen, ne? Also, ne, ich sag nur halt, ich sag dann schon Bescheid dann, wenn ich das dann weiß. So, jetzt muss ich mal gucken. Also, ich nehme gerne dann auch Tipps an, ne? Definitiv. So, wie soll ich das jetzt machen, den Dreiecksblock? Neben deiner Eingangstür auch mehrere Selbstschussanlagen aufbauen. Ja, das, übrigens Stardaster, die Idee hatte ich auch, genau, die Idee hatte ich auch gehabt, die Selbstschussanlagen. Die wollte ich auf beide Seiten machen, also auf der Hangarseite, ne? Und, Nüsse-Fetisch. Nimm die lieber die zwei geteilten Rampenblöcke. Moment, die zwei geteilten Rampenblöcke. Diese hier? Kann man die so nehmen? Meinst du die? Die passen nicht hin. Also, ich nehme an, das sind die, ne? Block, so, wozu? Die knallen ihm doch eh als erstes ab. Die knallen ihn auch eh als erstes ab. Woher wollt ihr das wissen, dass sie mich als erstes abknallen? Bis jetzt waren sie nicht da. Okay. Also, das sind hier so, gucken wir mal. Gehen wir mal geteilt. So, gehen wir mal von vorne. Welcher Block ist das? Die Rampe vorher. Okay, die Rampe vorher. Okay. Diese hier. Ja. Ach so, du meinst auf die Hälfte. Du meinst so einen hier. Medium. Jetzt bin ich wieder zu schnell wahrscheinlich, ne? Und das Ganze nach links. Ne, das ist ja auch nicht, ne? Oder meinst du diesen hier? War das trotzdem... Hallo, Draco Blade. Moin. Nein, in der Reihe ganz links. In der Reihe ganz links. Der hier? Doppelt A, Rampe doppelt A, der hier? Der erste Block. Okay, Corebreaker sagt der erste Block. Ich warte mal noch, bis Corebreaker das sagt. Was, die Selbstschussanlagen? Oha, gute Frage, M. Gute Frage. Also, die schießen ja vorne am Eingang. Also, ich wollte ja da, wo die Türen sind, da wollte ich dann Selbstschussanlagen hinstellen. Ich denke mal, da werden die... Ich weiß ja gar nicht, ob die da reinkommen, ne? Nein, der darüber. Der hier. So, mal gucken. Schauen wir mal. Warten wir mal ab. Ich habe keine Schussanlage verloren. Ja, also ich werde definitiv... Die können wir dann mal gucken, ob es dann ranpasst. Müsste eigentlich passen. Falls sie da durchkommen, ne? So, ich gucke, ich bin jetzt drauf auf dem Block. Mal sehen, ob er jetzt den richtigen hat. Und dann der vierte von links. Der hier. Rampe C Mittel. Ist es der? Ich markiere den mal. Sollte mit deiner Treppe gut passen. So, gut. Also ich habe den mal genommen. Rampe A. Gut. Rampe A. Keine eine ersetzt die meine, ja, und Rampe C-Mittel. Und Rampe C-Mittel. Also den und den. Also die beiden sozusagen.
Dass ich nicht runterfalle. Er will ja, dass ich nicht runterfalle. Moment, das sieht man halt so schlecht. Sieht man ja ganz schlecht. Nein, das ist nicht so steil wie mit der normalen Treppe. Genau die beiden Blöcke. So, jetzt müssen wir mal gucken. So. Wartet, wartet, wartet. Jetzt müssen wir... Max das taube Nüsschen wieder, ne? Jetzt muss er erstmal hier das wieder hinkriegen, weil das, man kann, sieht ja hier teilweise gar nicht, wie man den Block stellen soll. Weil ja, ne? So, jetzt haben wir das so. Mal gucken, ob es jetzt reinpasst. Müsste so reinpassen, ne? So meint er das. Ich denke mal, er meint das so. Ich mach mal einen Test. Boah, was ist denn los hier? Leute, da, ich sag euch. Max, der Baumeister. Der kriegt das schon hin. Der kriegt alles kaputt. Max, das Taumenüsschen Baumeister. So, warte mal hier. So, sieht schon ganz gut aus hier. Perfekt, so. Ja, bloß super gemacht. Ja, genau. Ja, genau. Super gemacht, sagt, da gibt ein Bienchen. So, also, dass eine Treppe so, so kompliziert sein kann, ne? Keine Drohne kommt meiner Basis näher als 1,4 Kilometer so weit, feuern die Flakgeschütze. Die Truppen werden dann von vorn meinen, acht geplätten das Funst. Nice. Gut, also da wollen wir auch noch hin, müssen wir auch noch stellen. Erstmal müssen wir noch den Hoover, warte mal. So, jetzt müssen wir den anderen nehmen. Der hat ja, wie gesagt, wir müssen da... Können wir den nicht gleich ransetzen hier? Nee, ne? Da fehlt doch wieder dieser hier. Den müssen wir nehmen. Der vierte, war das der? Rampe C Mittel. Ja, genau, so. Moment mal, Moment mal, Moment, wartet mal, so. Da kann ich erstmal nichts hinbauen, da stehen meine Konstruktoren. Das ist ja erstmal nur so ein Test hier. Damit man nicht links und rechts runterfällt, ne? So, jetzt brauchen wir wieder den hier, ne? War das der? Nee, Quark, hier, der muss hier auch hin, ne? So. Oder? Nee, warte, den müssen wir erst hier ansetzen, ne? Den müssen wir, glaube ich, erstmal hier oben ansetzen. Den kriegen wir nicht. Hier, so. Und dann müssen wir den so ansetzen, ne? So, perfekt, ne? Ich denke mal, so ist es gemeint. Also immer Stück für Stück halt, ne? So. Aua. So, da kann man jetzt nicht mehr runterfallen. So. Jo, wir schaffen das. Gut, also das haben wir auch. Hier bauen wir gleich weiter. Ich ziehe mal das ganze Ding noch hoch hier. So, ich muss mal gucken, wie wir das wieder machen. Wir müssen ja eins setzen. So. 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 Ne? So. So, so. Moment mal, das ist richtig, das ist korrekt. So. Da wären noch ein paar Lichter cool, ne? Wenn man die Lichter da drauf packen könnte. Meint ihr, das geht? So, hier auch noch. So, wartet, wartet. Es passt nicht. Es passt nicht. Wieso passt es nicht? Es muss doch passen. Doch, jetzt passt es. Ja, guck mal, hier sind noch Löcher drin. Also das, Sie haben die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften unter der UVV Genüge getan. Herzlichen Glückwunsch.